Willkommen zurück bei The Witcher. Das Schwert von meinem Vater ist viel größer. Was sollte ich tun? Ja, kann ja sein. Ihr seid anders. Wie interessant. Wo ist jetzt der Bäcker? Das ist Teufelswerk. Erstmal wieder zum Bäcker. Das ist der Schmied. Ich liebe Hochzeit. Bäcker, du warst doch hier irgendwo. Bäcker ist nicht mehr da. Ich hätte gern einen Happen. Also ja, hi. Wie kann ich behilflich sein? Das hier war's, weißer Honig. Weißer Honig? Unglaublich. Jetzt kann ich mein Geheimrezept erproben. Kann ich? Nehmt das Püppchen und geht, ehe ich's mir anders überlege. Was denn für ein Püppchen? Eine Zuckerpuppe? Was ist das denn jetzt? Zuckerpuppe ist eine Speise, okay. Aber diesen hässlichen Kopf. So, das war das. Jetzt muss ich einmal ins Tagebuch schauen. Was haben wir denn noch so? Ich muss dem Quest of... So. Da. Oh, wir sind da sogar ganz in der Nähe. Das ist doch was. Ja, das ist die eingestürzte Brücke. Die haben wir schon gesehen. Ja. So. Ist jemand zu Hause? Du bist der Dorfälteste? Tobias Hoffmann. Hi. Seid gegrüßt. Hallo. Wie nennt man euch denn? Geralt. Geralt von Riva. Hexer. Welch ein Glück, dass uns gleich zwei Hexer besuchen. Hoho. Ich, Tobias Hoffmann, bin der Dorfpropst. Euch auch. Hoho. Bestientöter, was führt euch hierher? Ich wollte mit euch über die Vodjanoi sprechen. Um dieses Geschäft kümmert sich Julian. Geschäft? Er fischt Schätze aus dem See, restauriert sie und schickt sie auf die Märkte von Visima. Okay. Habt ihr Arbeit für einen Hexer? Eine Kreatur, die wie ein Fisch mit Beinen aussieht, erscheint am See. Es heißt, die Gruft auf den Feldern beherbergt eine Bestie. Sie hat riesige Zähne und gleicht einer toten Schwiegermutter. Sie soll grässlich sein. Gibt es Belohnung für diese Kreaturen? Bringt mir einen Beweis. Dann bin ich großzügig. Wir haben einen Beweis. Hier ist der Zemetauer aus der Gruft. Ich habe genug Beweise gesehen. Hier sind eure 800 Omens. Wow. Gibt es in der Gegend Anderlinge? Am Ufer leben Elfen. Was für eine üble Bande. Ich wollte ihnen etwas übrig gebliebenes Essen geben. Die haben mich so kalt angesehen, dass ich fast erfroren wäre. Sie sind ein seltsamer Haufen. Aber ich habe hier im Dorf schon genug zu tun, auch ohne mir über sie Gedanken zu machen. Ich habe gehört, es soll eine Hochzeit stattfinden. Tja, meine Tochter Alina heiratet einen galanten, fleißigen und ehrlichen Burschen. Wisst ihr, was für eine Freude es ist, einen anständigen Mann für die eigene Tochter gefunden zu haben? Nein, das dachte ich mir. Euresgleichen denkt eben nur an den Kampf. Das ist nicht ganz richtig, aber wie sieht es aus? Habt ihr Arbeit für einen Hexer? Es gibt wichtigere Angelegenheiten zu erledigen. Wir werden das ein anderes Mal diskutieren müssen. Okay. Gibt es Würfelspieler in der Gegend? Das ist ein beliebter Zeitvertreib, Bestientöter. Ich bin auch kein schlechter Spieler. Wir sollten uns mal zusammensetzen. Schauen wir mal. Oh, das wird teuer. Einmal, wir haben ja 800 dazu bekommen. Auch wieder Profi. Das wird doch wieder
Was haben wir denn da? Schon mal 3 Sechsen? Ey, das ist doch bitter. Ja, er hat schwarze Würfel. Was hat er? 2 Zweien. Ich werde wahrscheinlich nie erhöhen, weil... Wir brauchen einen, ja. So, wir haben einen Drilling. Was macht er jetzt? Pass auf, 2 Zweien. Ey, wir haben gewonnen. Runde 1 haben wir gewonnen. Runde Nummer 2. Und die Würfel fallen 6, 6. Ah, das sehe ich ja. Was macht er? Oh shit, er hat schon 3 Zweien. Oha. So, jetzt. Eine 6 und 2 andere, das wäre doch, also 2 andere gleiche. Ah. Egal was er würfelt, wir haben verloren. Oh. Alter, macht der da einen Vierer, einen Vierling. Heieiei. So. Was haben wir denn da? 2 Vieren und 2 Dreien und eine 2. Nehmen wir die 2 und hoffen, dass wir eine 3 oder eine 4 würfeln. Ja, Full House. Sehr schön. Was hat er? Er hat ein paar 1 und es ist so verrückt werden. Nochmal. Ich kann vielleicht bald mehr Belohnungen bieten. Huch. Da war, tut mir leid, ich dachte, der wird was anderes sagen. Oder wird wieder selber sagen, egal. 3, 3 und 2 Einsen. Und so mal 2 Paare ist doch schon mal was. Ich werde trotzdem nicht erhöhen, weil uns passiert wieder sowas wie beim letzten Mal. Das war aber auch, So, 1 oder 3? Eine 3. So, Full House. Und das haben wir gewonnen. So, nächste Runde. Was haben wir jetzt? 2 Vieren. 2, 3 und 5. So, und ich werde jetzt... Ja, ich werde jetzt... Was anderes können wir schon nicht mehr. Ich werde jetzt eine 4. 1 oder 6. Weil alles andere... Wir haben eine Straße. So, 1, 2, 3, 4, 5. Wenn der jetzt eine 1 würfelt, dann eine 3. Wer hat jetzt gewonnen? Was ist höher? Der Vierling ist höher als die Straße. Okay. Ja, stimmt. Ja, aber was anderes wäre eh verrückt gewesen. So, 1, 1, 2, 2 und eine 3. Gar nicht mal so schlechte Ausgangssituation für uns, aber ich werde trotzdem nicht erhöhen. Jetzt eine 1 oder eine 2. Mann, es wäre fast ein 2 gewesen, da musste der blöde Würfel nochmal vor die Kante da. Okay, und wir haben gewonnen, weil wir einen höheren hatten. Gewonnen. Bestientöter? So. Wisst ihr, wo ich den freundlichen Vodjanoi-Priester finden kann? Er sitzt häufig beim Altar der Herrin des Sees am Ufer. Manchmal verjagen ihn die Anhänger Dagons, aber er kommt stets zurück. Verstehe. Na toll, er kommt... Das heißt, Tricks sind ein Ärgernis. Er kommt also immer wieder dahin. Eine Karte wollte ich nicht. Tagebuch. Na, Moment. Tagebuch. Ach, der Perfekt ist ja auch in der Stadt. Dann erledigen wir jetzt erstmal hier so ein paar Sachen. So, Alvin. Ihr seid anders. Wie interessant. Wie bist du?
Kann ich denn da rein? Konnte sie mich nur so behandeln? Wie komme ich jetzt zu Alvin? Der Sohn des Schmieds? Hallo? Ein Kunde! Warum so überrascht? In Trübwasser kauft selten jemand Waffen. Ich bin kein Geschäftsmann wie mein Vater. Euer Vater? Mein Vater trug mir auf, Waffen zu verkaufen. Doch wenn keiner was kauft... Aber Paps widerspricht man nicht. Vielleicht wollte er, dass ihr beschäftigt seid. Vielleicht. Ich soll mich still verhalten und verkaufen, wenn jemand kaufen will. Was habt ihr denn? Habt ihr eine Rüstung für mich? Nö. Ach, ich wollte doch noch eine neue Rüstung haben. Was ist das denn? Wie teuer? 3000? Könnten wir uns sogar leisten, aber nein. Eine Rüstung. Okay, aber wie komme ich in das Haus hier rein? Hallo. Beim alten Baum ist wieder ein Seufzerer aufgetaucht. Da ist die Tür. Alinas Hütte. Huch. Guten Morgen. Seid gegrüßt. Ich bin Geralt, der Hexer. Meister Rittersporn sang einst eine Ballade über einen Hexer. Da wird mir ganz warm ums Herz. Sind Hexer wie Ritter, die das Böse und das Verbrechen bekämpfen? Ja. Rittersporn hat meinen Beruf gewiss realistisch beschrieben. Die Ballade war so romantisch. Vom Schicksal aneinander gekettete Liebende, die nicht zueinander fanden. Wahrhaft romantisch. Ich werde bald heiraten. Was führt euch her? Alvin. Kümmert ihr euch um Alvin? Ja. Er hat so wunderschöne, große Augen. Leider möchte mein zukünftiger Gatte Alvin nicht adoptieren. Kann ich mit Alvin sprechen? Ja. Normalerweise spielt er im Dorf oder hilft mir hier im Haushalt. Lebt wohl. Wartet. Ich habe eine Bitte. Wenn ihr am Gasthaus vorbeikommt, würdet ihr nach meinem Verlobten sehen? Und vielleicht schauen, ob meine Schwester Selina irgendwo zu sehen ist. Euer Verlobter treibt sich im Gasthaus herum? Wir reden nicht miteinander. Er ist böse auf mich. Wir haben wegen Alvin gestritten. Ihr streitet schon. Julian möchte, dass wir eigene Kinder haben. Er will Alvin zum Tempel der Militele schicken oder zum Hexer ausbilden lassen. Ihr findet ihn in der Taverne. Verstehe. Alvin, du warst gerade noch hier, da ist er. Die Hitze des Tages. Hallo. Hallo Geralt, ich habe ein neues Zuhause. Es ist schöner als Visima, aber ich vermisse euch. Es gefällt dir hier. Ja, töten wir zusammen Ungeheuer? What? Alvin, es ist außerordentlich gefährlich, gegen Ungeheuer zu kämpfen. Versprich mir, dass du das, wenn irgend möglich, vermeidest. Ich versprech's. Es gibt Elfen hier in der Gegend. Eine ist echt hübsch, aber sie hat mit Herrn Tobias gestritten. Können wir Töte den Elf spielen? Herrje, ich muss echt ein Wörtchen mit dir und Alina reden. Das hat nichts mit Alina zu tun. Alle Kinder spielen das. Ich bin immer der Großmeister. Wir reden später weiter. Quest aktualisiert. Leute mit Julian reden. Julian! Er ist im Gasthaus. Ach ja, genau. Mann, ey. Oder ist im Gasthaus ist der, ne? Gras zum Gasthaus. So, also müssen wir jetzt erst... Huch! Wer bist du jetzt? Seid gegrüßt. Ich bin Adam. Geralt. Wo ist Eva? Ich versuche, ein Liebesgedicht für meine Herzensdame Alina zu schreiben. Fragt den Dichter Rittersporn. Er soll angeblich sehr gut sein. Er verkündete, dass die Liebe meine Inspiration sein werde. Er selbst beschäftigt sich mit einem Ablenkungsmanöver. Einem Manöver? Er wirbt um die Müllerstochter, um so Fräulein Alena eifersüchtig zu machen. Ziemlich gerissen. Wie ein Fuchs. Kann ich euch etwas fragen? Ja. Ah.
Seid ihr in Alina verliebt? Ihr wisst doch, sie wird heiraten. Ich liebe sie heimlich. Ihr müsst daher diskret sein. Und die Ehe ist niemals ein Hindernis für wahre Liebe. Auf bald. Hoppala. Ja, Rita, wir müssen eh ins Gasthaus. Wo muss ich jetzt lang? Ich habe mich schon fast wieder verlaufen. Herrlich. So. Ja, unglaublich, was... Na, egal. Hier runter. Alter Bauer. Hallo? Danke? Was wird das jetzt? Da mache ich die weite Reise und sehe keine Spur von einer Hochzeit. Guten Tag. Guten Morgen, Hexer. Seid gegrüßt. Ihr seht traurig aus. Meine Schwester heiratet einen Mann, den sie nicht einmal mag. Ich habe für die Hochzeit nichts anzuziehen, da unser Vater alles für die Mitgift seiner geliebten Tochter ausgibt. Außerdem ist es höllisch heiß. Aber sonst ist alles bestens. Hört sich ja nicht so gut an. Darf ich eine Frage stellen? Ja. Ich möchte gern mit euch reden. Ich bin nicht in Plauderstimmung. Dann geh doch. Wie seltsam. Wo war jetzt die Tür zum Gasthaus? Da. Ups. Ritter. Born, was hast du jetzt schon wieder getan? Geralt, seid ihr das? Wie geht es euch? Ich habe Alwin gefunden. Alwin? Moment, Triss wollte, dass ich etwas tue. Sie hat es mir eine Stunde lang eingebläut. Ah, genau. Ich habe ein Demeritum-Amulett für ihn. Ritter Sporn, man kann sich wirklich nicht auf euch verlassen. Ist das so? Nun, da fällt mir wieder ein, ich hatte ein Päckchen für euch. Ein Päckchen? Ich weiß es nicht, irgendetwas, aber vielleicht habe ich es ja verloren. Hört auf zu schmollen, Ritter Sporn. Was habt ihr für mich? Gut, ich habe einen Brief von eurer Liebsten. Triss, her damit. Erhalten... Brief von Triss. Wo ist der Brief? Brief von Triss. Liebster Geralt, ihr konntet rechtzeitig fliehen und solltet vorerst nicht in die Stadt zurückkehren. Dennoch hoffe ich, dass wir nicht zu lange getrennt werden. Doch das ist unser kleinstes Problem. Alwin verschwand unter Anwendung von Magie. Aber ich konnte eine Zuflucht finden und schicke euch dorthin. Bitte kümmert euch um ihn. Ich weiß, ich muss euch nicht überreden. Ihr habt ihn ebenso ins Herz geschlossen wie ich. Der Junge hat viel durchgemacht und sein ungestümes magisches Talent ist erwacht. Als er bei mir war, hatte er nicht die Geduld, eine Grundausbildung der Magie zu absolvieren. Er behauptete, dass er lieber verlorene Ruinen und magische Artefakte entdecken wolle. Ich lege diesen Brief ein Demeritium-Amulett bei. Macht Alwin klar, dass er den Anhänger ständig tragen muss. Kümmert euch um ihn und denkt ab und zu an mich. Hoffentlich wird zwischen uns alles gut. Unsere kleine Affäre kann nicht schwieriger als eure Mission sein, oder? Seid vorsichtig und wisset, dass ich eure Rückkehr erwarte, eure Triss. Oh, danke. Das ist der Questgegenstand, das Amulett. Das müssen wir also Alwin bringen. Gut. Wir sollen noch mit Julian reden. Da ist er ja. Geralt?
Ich wollte nach Alwin fragen. Er braucht einen Vormund, der in Magie bewandert ist. Weder ich noch meine zukünftige Frau wären dieser Aufgabe gewachsen. Verstehe. Ihr solltet ihn zum Hexer ausbilden. Ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Vorerst behalte ich ihn nur im Auge. Geralt? Lebt wohl. Lebt wohl. So, gut, Freunde. Ich würde mal sagen, das soll es für heute gewesen sein. Wir werden dann beim nächsten Mal zurück zu Alwin gehen und ihm das Amulett geben. Ich hoffe, ihr seid damit dabei und ich erstmal bis dann und ciao.